Treiberinstallationen können bei Windows 10 tatsächlich sehr nervig sein. Gerade dann, wenn man ein neues System aufgesetzt hat und die ganzen Treiber von vorne installiert werden müssen. Hat man einen Tower-PC, dort findet man in der Regel die Treiber ziemlich gut. Hat man aber ein Gerät wie zum Beispiel einen Laptop, in dem Geräte verbaut sind, für die nur der Hardwarehersteller die Treiber liefert, also nur der Hersteller des Laptops und nicht der eigentliche Hardwarehersteller, dann kann es etwas kniffliger aussehen. Deshalb habe ich jetzt einen Tipp für euch in diesem Video. Hat man einmal alle Treiber installiert, kann man diese sichern und beim nächsten Mal dann direkt wieder einspielen. Wie das funktioniert, zeige ich dir nach dem Intro. Als erstes bin ich mal im Gerätemanager. Den Gerätemanager benötigen wir, um am Ende die Treiber zu installieren. Um die Treiber aber zu exportieren, die wir hier installiert haben, eignet sich der Gerätemanager leider nicht. Um das zu tun, drücke ich mal die Windows-Start-Taste und gebe CMD ein. Hier erscheint die Eingabeaufforderung und die führe ich nun als Administrator aus. Den kommenden Dialog bestätige ich mit Ja. Nun habe ich die Möglichkeit, die bereits installierten Treiber zu exportieren. Um das zu tun, braucht man einen Kommandozeilenbefehl, den ich hier schon einmal vorbereitet habe. Den kann ich mir einfach kopieren. Du findest den natürlich in der Videobeschreibung und hier einmal reinkopieren und ausführen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wenn du den Befehl natürlich ausführen möchtest, achte darauf, dass dieser Pfad bei dir existiert auf deinem Gerät. Sind jetzt alle Treiber erfolgreich exportiert und wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier eine virtuelle Maschine, das heißt, da sind dann zum Beispiel auch virtuelle Treiber dabei. Ich kopiere mir mal generierten Ordner, kopiere die hier in einen separaten Ordner rein und jetzt habe ich hier einen Ordner, in dem ich eben alle Treiber finde, die ich für meinen Laptop oder meinen Computer brauche. Die würde ich jetzt ganz gut wegsichern irgendwo, dass ich die bei einem Systemcrash wieder zur Verfügung habe und hier aufspielen kann. Zum Beispiel kann ich die einfach in mein Backup einbinden. Ich kann auch aber einfach einen USB-Stick mehr nehmen und das da drauf kopieren. Man kann natürlich jetzt auch noch hergehen und das Ganze zum Beispiel einfach zippen und dann hat man nur noch eine Datei. Jetzt aber die Frage, wie kann ich diese ganzen Dateien wieder einspielen? Da würde ich empfehlen, wieder über den Gerätemanager zu gehen. Ich gehe mal auf den Gerätemanager und gehe jetzt mal hier auf irgendein Gerät und hier kann ich jetzt sagen, Treiber aktualisieren. Und dann kann ich hier unten auswählen, auf meinem Computer nach Treiber suchen. Und jetzt kann ich ja einfach diesen Pfad hier kopieren, kann zum Beispiel dann der USB-Stick sein und kann sagen Unterordner einbeziehen. Jetzt geht er alle Ordner durch und versucht dann für dieses Gerät einen Treiber zu finden. Natürlich findet er jetzt hier keinen neuen, weil naja, ich habe ja schon hier alles installiert. Es kursieren im Internet auch Befehle, die einem das Importieren wieder erleichtern. Davon würde ich aber insgesamt abraten. Einfach deshalb, weil wir ja hier alles exportiert haben und dann alles wieder importieren würden. Vielleicht auch schon Treiber, die mittlerweile veraltet sind. Ich würde also nur versuchen, die Treiber, die im Gerätemanager angemeckert werden, darüber zu installieren und den Rest erstmal so zu lassen, wenn ich damit keine Probleme habe. Nachinstallieren kann ich die ja jederzeit aus diesem Backup. Zumal es sind ja oft nur ein paar Geräte, die Probleme machen. Die meisten werden ja über das Windows Update schon direkt gefunden. Oder andere wiederum weiß man sowieso, wo man die herbekommt, in der neueren Version hoffentlich. Also das sollte wirklich nur das Fallback für so Geräte wie irgendwie eingebaute Webcams oder SD-Kartenleser, für die man sonst einfach nur schwierig an die Treiber rankommt. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo des Kanals und blende dir jetzt im Outro noch ein paar weitere Videos ein.